Ja, so, ich bin mit meiner Vespa mal hier in Porto Ferreiro reingefahren. War den ersten Eindruck gewinnen hier von der Hafenstadt. Und ja, gucken wir uns einfach mal um. Wie immer halte ich die Kamera überall mal so ein bisschen hin, damit man mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Ich sehe gerade, da drüben geht es zum Hafen. Da fahren wir mal hin. Mobiline steht da ja auch. Da müssen wir ja irgendwo angekommen sein. Gucken wir mal. Ja, auf so einem kleinen Fiat 500 sieht man in Italien eher selten noch. Guck, und da drüben müssen wir dann irgendwo angelandet sein. Gucken wir mal. Ja, da kommt schon wieder eine neue Fähre. Und da stehen schon alle. Die schöne Insel verlassen wollen. Haben wir die alte Festung im Hintergrund. Es ist übrigens wieder ganz, ganz heiß heute. Ich bin schon wieder so durchgeschwitzt. So, das Tor geht hoch und da werden sich bestimmt viele auf den Urlaub auf Elba freuen. So wie wir. Wir stehen ja jetzt erst am Anfang. Und diese armen Menschen müssen schon wieder zurück. Natürlich auch nicht fehlen. Ganz schön Betrieb hier, hä? Herrlich. Ja, und überall wird geknattert hier. Da drüben ist Markt, da gehen wir mal hin, wenn wir da hinkommen. Uiuiui. Ja, ein paar schöne Weintrauben muss ich nachher auch mitnehmen. Ne? Dann schimpft die Frau, wenn ich ohne Beute wiederkomme. Ja, meistens Klamotten, wenn ich das hier so richtig sehe. Braucht man nicht. Hier gehen noch ein paar Gänge rein. Aber das meiste sind Klamotten. Fisch habe ich zum Beispiel noch nicht entdeckt. Weiß auch nicht, aber das sieht so aus, als wenn der jeden Tag ist, oder? Ja, bisher nichts Besonderes entdeckt. Noch kein Käse und so, aber ich habe die Stände wohl noch nicht gefunden. Aber ich habe mir jetzt schon mal so unterwegs ein paar Weintrauben geholt. Weil hier langsam kriegt man ja Durst. Und das ist ein bisschen erfrischend. Und kaltes Wasser wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ein kaltes Bier wäre noch besser. Aber ich bin ja mit der Vespa unterwegs. Oh, ach nee, das ist nur Pizza da an der Ecke. Polo. Ja, ich gerade erfahren habe. Na, ja. Ist das ein Wandermarkt sozusagen? Morgen stehen sie woanders auf der Insel und jeden Tag ein anderer Markt und freitags sind sie immer hier. Na gut, schade, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich habe gedacht, ich finde auch irgendwo ein bisschen
Salami und Käse und Fleisch und was weiß ich nicht und Fisch vor allen Dingen. Vielleicht habe ich einfach das nur nicht gefunden. Ich habe auch keine Lust mehr zu laufen, das ist nämlich höllisch. Ja, und irgendwie landet man immer wieder am Hafen, was ja auch schön ist. Und dann sehe ich gerade, wir haben hier von Mobi, kann man die Tickets kaufen. Wenn wir dann, das haben wir ja noch nicht gemacht, wir wissen noch nicht, wann wir zurückfahren. Und das bedeutet, irgendwann muss ich mir denn hier ein Ticket kaufen. Und dann gucken wir mal, wann die zurückfahren. Ich glaube, das hat gar keinen Zweck, sich jetzt schon einen Fahrplan zu holen. Kommt sowieso immer anders, als man denkt. Ja, und das ist der Badestrand von Porto Ferraio. Das Wasser sieht herrlich aus, ne? Guck dir das an. Ganz wunderbar. Ja, das gibt überall nur so kleine Badebuchten. Und hier nochmal ein Blick auf die Festung. Ich nehme an, dass man die nicht besichtigen kann. Ne? Ich sehe da gar keine Menschen rumkrabbeln. Außerdem möchte ich bei dieser Hitze da eigentlich auch gar nicht hochgehen. Da möchte man dann sitzen ins Wasser. Aber ich glaube, ich fahre jetzt auch zum Campingplatz zurück. Kokosnuss, Ananas. Aber ich denke, wir fahren jetzt mal zurück. Für den ersten kleinen Eindruck langt das ja, ne? Ist das nicht herrlich? Ja, auf dem Rückweg zum Campingplatz gibt es diesen kleinen Aussichtspunkt. Und da muss man ja mal kurz anhalten, ne? Herrlich. Ist herrlich, herrlich, herrlich. Ist doch schön, oder? So, heute bin ich mal am alten Hafen von Porto Ferraio. Einfach nur herrlich. Ich werde hier mal ein bisschen spazieren gehen. Und dann, ihr kennt das schon, überall wo was Schönes ist, was ich gerne festhalten möchte, da drücke ich einfach mal auf den Auslöser. Ja, und dann gucken wir mal. Obwohl man sich da schon stundenlang hier dieses Panorama angucken kann. Einfach nur schön.
Museum der Archäologie. Die alten Festungsmauern. Ja, Gott sei Dank muss man hier mit Motorrad nicht noch irgendwelche Parkgebühren lösen. Hier haben wir ja die großen Dinger, wo die Leute alle Schlange stehen und immer bezahlen. So wollen wir hoffen, ne? Und hier nochmal ein Blick auf den alten Hafen. Das reißt einen ja gar nicht los. Und da laufen wir jetzt mal ein bisschen längs. Ich glaube, da hinten habe ich gesehen, eben, dass da einer Fische verkauft. Gucken wir mal. Ja, Karabinieri dürfen auch nicht fehlen, ne? Ist das nicht herrlich? Ich kann das immer nur wieder sagen. Das ist so toll anzugucken. Ich liebe das. Bella Italia. Wenn man wüsste, was das ist, ne? Sì, prevalentemente pesca di fondo, si prende tutti i pesci di fondo, scorfani, trille, capponi, anche scarpici. E le soglie quanto vengono? Vengono 25 al litro. 25? Ma è candas, no? Questo alles rauskommt, da? Ora se ne prende poche, il vero periodo è... Inverno. Grazie. Prego, ja, der war ja nett, ne? Manche mögen ja gar nicht mehr gefilmt werden. Aber schön, ne? Die Frau liegt zu Hause am Strand und hat sich das da gemütlich gemacht und geht schön schwimmen und baden. In dem Fall will ich mal sagen, Gott sei Dank. Weil sonst wären wir hier nur in den Geschäften unterwegs. Aber das werden wir irgendwann noch mal machen, ne? So, da kommt hier auch die Stadtbimmelbahn. Wenn die denn hier schon vorbeikommt, dann können wir die auch gleich mal aufnehmen, ne? Oder? Ja. Guck mal, da vorne haben sie einen Schwan angebaut. Aus Hamburg, von der Alster. Ja, deswegen haben wir uns den Campingplatz hier ausgesucht, den ich euch schon vorgestellt habe, den Stellplatz, Campingplatz, damit man hier mit der Vespa mal schnell reinfahren kann. Alles richtig gemacht, Ronald. Ja, da scheint wohl gerade eine Veranstaltung zu sein, ne? Guck mal, ist das nicht immer schön gemacht? Wenn die Trotterias so schön sich mit Blumen vollgeschmückt haben. Herrlich, hier essen und dann dieser Ausblick. Besser geht's nicht, oder? Ja, gehen wir mal durch einen dieser Torwege. Dann kommen wir direkt in die Altstadt hier. Und an jeder Ecke Restaurants, Mangiare, überall. Singen! Allora brutta, la 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 la, sei brutta, basta! Basta così, grazie!
Er singt immer noch. Als wenn er nicht gehört hat. Hat er aber nicht. Ja. Ich mache hier immer so einen Rundumschwenk. Das wird bestimmt ein langes Video. Ich kann ja gar nicht aufhören zu filmen, weil das so schön ist. So toll, weil mir das so gut gefällt. Aber wir laufen noch weiter. Das Treppenfibbel. Ob wir doch mal hochwandern, Ronald? Oh, haue, haue, ha. Wo ich doch keine Kondition habe. Wir probieren das mal. Ja, und dann müssen wir auch in jede Gasse mal reinhalten. Denn schon, denn schon. Oh, haue, 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 ha. Ronald, willst du das wirklich machen? Die hätten ja auch nochmal eine Rolltreppe hier hinbauen können. Haben sie aber nicht gemacht. Na gut, Ronald. Ach, guck mal, ich habe noch nicht viel geschafft. Hier zum Beweis, ne? Oh, und schon eine tolle Aussicht. Guck sich das einer an. Vielleicht muss ich mich hinsetzen und erstmal eine rauchen. Bevor das weitergehen tut. Na gut, Ronald, komm. Weiter. Guck mal. Ich gehe mal hier durchs Geländer durch. Sind das alles Ableger oder was? Ja, keine Ahnung. So. Gucken. Liebe Leute. Ist das nicht schön? Hoffentlich gibt es da oben irgendwo was zu trinken. Ich habe natürlich nichts mitgenommen, weil ich mich nicht noch zusätzlich mit Ballast. Ach, guck mal, da hinten parken wir irgendwo. Mit dem Roller. Porte Stella. Si, si, si. Money, Holly Two. Only two? Oh, sì, sì, sì. No capisco. Allora. Allora. In Forte Stella, tickets only 2 euro. 2 euro? Sì, sì, sì. Oh, gut, 2 euro habe ich noch. 2 euro heißt das. Da, 2 euro. 2, sì, sì. Grazie. Uno momento, por favor. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Was man hier so sehen kann. Es gibt hier nichts zu trinken, hat er mir gesagt. Keine Bar, keine Restaurante. Schade, schade. So, wir laufen immer. Komm mal, ich bin fast alleine hier oben. Alle sind zu faul. Nur ich nicht. Ah, da hinten kommt unsere Mobby. Ja, überall geht es hier Treppen nach oben. Ich denke, hier wohnen welche. Denke ich mal so. Privat, da steht da hinten schon. Aber runter gucken darf man ja, ne? Ich ganz oben. Ah, da unten ist unser Freund. Der hat wahrscheinlich nur ein Schild aufgestellt. Normalerweise muss man hier bestimmt gar nichts bezahlen. Ja, so sind die Italiener, ne? Aber es hat sich gelohnt. So ein Ausblick, guck dir das an. So, da drüben die Festung, die ich gestern schon gesehen habe, aber ich sehe da keine Menschenseele. Wahrscheinlich kann man da gar nicht raufgehen. Aber mehr wird man von da auch nicht sehen können, oder? Herrlich. Guck mal, was die für eine Aussicht haben. Wenn sie Mangiare einnehmen, da. Überall gehen neue Treppen runter. Irgendwo.
Ja, die Sonne steht jetzt ein bisschen ungünstig für die Filmerei, ne? Noch eine Treppe. So langsam reicht's. Oh ne. Oh, alles gut. Ist das nicht herrlich? Sag doch mal was. Und die Sonne brennt erbarmungslos. Aber wir wollten das ja so. Wir dürfen jetzt auch nicht meckern, ne? Liebe Leute, das ist so warm. Total durchgeschwitzt. Total durchgeschwitzt, aber das nützt nichts. Da müssen wir jetzt durch. Und das machen wir ja auch gerne, ne? So, das reicht. Hier in dem Gewölbe ist das zumindest ein bisschen kühler. Aber zu trinken gibt es nichts. Jetzt kommen wir wieder an unserem Freund vorbei. Da ist er schon. Keine neuen Leute. Bella, grazie. Grazie a lei. Buona Ciao. So, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich zufälligerweise genau diese Treppe genommen habe. Da unten gab es ja noch viel mehr. Dass ich genau hier zu diesem Aussichtspunkt gekommen bin. Na, jetzt geht's wieder runter. Das ist ja ein bisschen besser, ne? Na gut. Das haben wir schon gefilmt. Ja, ich kann das nicht lassen, ne? Ich muss immer wieder die Kamera anmachen. So, hier gibt es noch eine Treppe nach oben. Und hier könnt ihr lesen, wo das überall hingeht. Aber da, oh, da gibt es auch irgendwo zum Strand nochmal. Aber wenn du hoch willst, der muss auch irgendwann wieder runter, oder? Nee, Ronald, das machen wir heute nicht mehr. Das reicht. Das reicht. Obwohl da oben irgendwo wandelt man ja, glaube ich, auch auf Napoleons Spuren. Der war ja hier in Exil. Irgendwo gibt es da oben bestimmt einen Marktplatz, der so heißt. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass das hier irgendwo in der Nähe ist. Aber okay, man muss ja nicht jedem hinterherlaufen, oder? Das war jetzt makaber. Ja. Und noch ein paar Treppen. Nee, Ronald, nein. So, jetzt sind wir hier unten wieder angekommen. Gucken wir noch mal ein bisschen, ne? So, jetzt habe ich in diese Straße noch mal reingeguckt. Überall kannst du ja gar nicht hinlaufen. Fürs Erste, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Ich brauche irgendwo ein kaltes Wasser. Am liebsten würde ich ein Bier trinken. Aber ich bin ja mit der Vespa unterwegs und ich habe ein bisschen Angst, dass die mich anhalten. Wenn du dann hier mit dem deutschen Kennzeichen durch die Gegend fährst, sagen sie, auch. Komm mal gucken, ob Ronald alles dabei hat. Warndreieck, Verbandskasten, Führerschein und so weiter und so weiter. Besser nicht, ne? Nur Italiener zu sitzen, das ist dann bestimmt gut. Aber hier gibt es nirgendwo mehr Platz frei. Kannst du dich nirgendwo mal einen Meter zusetzen. Alles viel zu voll. Schade. Ja, liebe Leute, das wurde Zeit. Ich habe jetzt hier doch noch einen Platz erwischt. Hier sitzen ja fast nur Italiener, das heißt, das muss gut sein. Jetzt mal ein kaltes Wasser und jetzt macht er mir noch einen schönen Kaffee. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal einen Augenblick ausruhen. Und ja, ich halte noch mal hier rum. Hier sitzt man hier mitten auf dem Marktplatz in der Altstadt. Da oben bin ich runtergewandert und ja, erstmal eine Zigarette und Wasser
Und vielleicht bringt er mir jetzt auch gerade schon meinen Kaffee. Gucken wir mal, ne? Nee, mein Kaffee war nicht dabei. So, jetzt lassen wir uns das erstmal einen Augenblick gut gehen, erstmal ausruhen und schön eiskaltes Wasser trinken. Ach, wie gesagt, wurde Zeit. So, Pause. Ah, hier kommt wieder unsere Bimmelbahn. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ist alles zu Fuß ablaufen. Guck mal, das ist ja ein Hammer. Ich sitze hier draußen, wollte eigentlich hier reingehen und irgendwo auf Toilette. Und dann sehe ich, hier kann man durchgehen. Liebe Leute, und dann ist man schon hier durchgegangen. Das ist ja unglaublich. Guck mal. Ja, man muss das nur wissen. Deswegen sage ich ja immer, du musst dich an einem Ort länger aufhalten, um den so ein bisschen kennenzulernen. Aber hier ist nur Sonne. Aber die Aussicht ist natürlich viel besser, ne? Tja, wer hätte das gedacht? Und hier geht's wieder zurück. Unglaublich. Ja. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. So, da sind wir wieder. So, ich bin jetzt auch fertig, dann können wir jetzt ein bisschen weiter wandern. Versteckte Restaurants in den Seitengassen. Oh, und wie das hier jetzt schon riecht. Obwohl ja jetzt noch gar keine Mittagszeit ist. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Sieht das nicht geil aus hier überall? Ich will mal hier rein. Heute Abend ist hier bestimmt überall der Bär los. Ja, war das nicht schön. Aber es gibt noch so viel hier zu entdecken. Aber jetzt fahre ich erstmal zurück zum Campingplatz. Und muss erstmal warten. Und dann geht das ja gar nicht. In der Einbahnstraße bin ich aber nicht. Weg, aber ich kann uns ja mal aushaken ganz schnell. So, die verlassen Elba schon wieder und ich bin jetzt hier wieder am Hafen. So, wie gesagt, jetzt zurück zum Campingplatz. Jetzt mal baden. Ah, hier fährt die Bimmelbahn ab. Ja, okay. Ich war hier auf dem Rückweg zum Campingplatz, aber hier kommen überall noch so kleine Wege runter, wo dann überall noch Strände sind. Ich glaube, auf dem Weg zum Campingplatz gibt es noch 3-4 Strände. So, da will ich aber jetzt nicht noch runterlatschen. Außerdem wollte der liebe Parkwächter da vorne von mir 3 € haben, damit ich hier 5 Minuten stehen darf und mal ein paar Fotos machen kann.
Und das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur mal gucken und hier zwei, drei Fotos machen oder ein Video, was ich ja jetzt gemacht habe. Aber guck mal die Aussicht und den Strand da unten habt ihr ja so ein bisschen zumindest gesehen. Oh, da kann ich ja hier durchgehen. Dann kann ich hier nochmal, ja, so können wir das ja viel besser sehen. Guck dir das an. Herrlich, ne? Wie gesagt, davon gibt es eine ganze Menge. Daneben an ist auch noch so ein kleiner Strand. Überall sind so kleine Buchten. Ganz, ganz wunderbar. So, das soll es ja auch gewesen sein. Mehr wollte ich ja gar nicht. Nur um euch zu informieren. Und hier ist so ein großer Park. Huch, aua, falle ich noch hin hier oder was? Hier gibt es einen Parkplatz. Und ja, 3 Euro wollte ich haben, damit ich mit meinem Mofa, mit meinem Vespa das drehen darf. Nun habe ich euch das auch mal gezeigt, ne? Immer ganz alleine da.